Das Regio-TV Plus jetzt an einem kleinen Ausflug an der Herbstmesse. Wir sind auf dem Petersplatz am berühmten Raclette-Stand. Mir ist René Rieck. René, seit vielen Jahren bist du hier immer für das Flaggschiff Raclette unterwegs. Und jetzt habe ich mitgekriegt, du erfüllst dir einen Herzenswunsch. Du hast eine brillante Idee, meiner Meinung nach, gehabt. Erzähl mal schnell den Zuschauerinnen und Zuschauern, was planst, wo findet das statt, woher kommt das, darfst du schon mal gerade loslegen. Okay. Also ich war ja viel in den Bergen gewesen. Ich liebe die Berge und habe immer mal wollen, wie kann ich Berge auf Basel bringen, oder? Und jetzt ist mir einfach gelungen, in der Zusammenarbeit mit dem Tourismus Gstaad, dass wir Skigondeln, die ausgerichtet sind, wie Fondue-Stübli, dürfen 5 Skigondeln werden in der Adventsgasse, das ist Dreigasse. Gerade im hinteren Teil des Arbeitsamts, also Höhe Nummer 46, werden die Gondeln dort gestellt mit einem Feuerstell. Und dort servieren wir ein Bergkäsefondue aus dieser Region. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und das passiert vom 26. November bis 23. Dezember. Und man kann so Gondeln mieten für eine Stunde, wo man dann Käse essen darf. Und da gibt es auf Facebook, jetzt unter Fondue-Gondeln, kann man sich anmelden. Oder da gibt es dann neue Angaben, wie mit meinen Telefonnummern, wo man sich so eine Gondel reservieren kann. Sensationell. Ich hoffe, ihr habt wie ich auch alles mitgekriegt. Aber eine Frage stellt sich mir gleich noch. Wie viele Leute haben in so einer Gondel Platz? Also 4 gemütlich zum Essen, aber es haben 6 Platz. Aber dann ist etwas das Bänkli, wo 2 sind, ich verkaufe es für 4. Aber wenn 6 reinhocken wollen, können sie das. 4 können gemütlich essen. Ja, und dann, wie läuft denn das? Und du servierst das Fondue, check die Türen zu, dann hat man sein eigenes Ambiente. Gibt es dann noch ein bisschen Sound dazu? Hat man noch das Gefühl, oder gehst du an mein Gondeln schütteln? Also ich, das mit der Musik ist eben ein Punkt, man darf, scheint es dort nicht. Ich würde mir aber erlauben, so im Hintergrund ein bisschen auch, was passt dazu, oder? Ein bisschen Stimmung reinzukriegen. Und ob die Türen zu oder oft, das ist, sie können sie zumachen, sie können offen, das ist mir gleich. Ich habe Päckchen, also dass sie gar nicht gestört haben. Das heisst, Päckchen, das sind 4 Fondue, jedes Mal 300 Gramm pro Person. Dann eine 7-Dezi-Qualität, Weisswein, plus 4 Kirsch, dass dann alles serviert wird und dann stören wir die gar nicht mehr. Ich hoffe, jetzt haben wir nicht zu viel erzählt. Also, ab am Fondue-Gondel zum René Rieck, wo am 26. November anfängt und bis zum 23.12. dauert, jeweils vom 5. bis zum 10. Uhr zu oben und am Wochenende ab der 2. bis zum 10. Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Standort? Nochmal Standort, Rigas 46 gegenüber. Alles gesagt? Jawohl. Käsefondue? Käsefondue, Bergkäsefondue und vorne da ein Stand mit ganz feinen... Also,